Hey, hallo. Grüßt euch. Hier ist Tickbuch, Admin der Tomisch KSM, und ich tu's Hörls. Wir sind am Präsentieren für euch, Jerry Cotton, verschiedenen Krimi-Romane. Wie es aussieht mit hochdeutscher Beuntertitlung. Danke für Tanjusch und Stefan für die Mithilfe und Korrigierung. Viel Spaß beim Anhören. Grüße, Admin, Tickbuch. Ich zerschlug die Bande der Fünf. Jerry Cotton Nummer 3. Von Delfried Kaufmann. Erschienen am 11.05.1956. Natschako war ein Gauner, ein Betrüger und Falschspieler, gewissermaßen von Geburt. Bis zu seinem 30. Lebensjahr hatte er nichts anderes getan, ohne dabei besonders reich zu werden, und er begann, sich Sorgen über seine Zukunft zu machen. Ihm schwebte ein großer Fischzug vor, und schließlich entdeckte er in Glendive das Schaufenster eines Juweliergeschäftes, das ihm ungenügend gesichert schien. Er besorgte sich ein Auto, einen Ziegelstein und einen Revolver, fuhr in einer stillen Mittagsstunde vor, schlug die Scheibe ein, fuhrwerkte mit der einen Hand, in der er seine Waffe trug, umher und sammelte mit der anderen die Ringe, Uhren und Ketten ein. Es klappte reibungslos, und Natschako setzte sich nach 5 Minuten mit schweren Taschen an das Steuer seines Wagens und fuhr los. Aber wenn er auch die wenigen Straßenpassanten und den Ladeninhaber mit seinem Revolver in Schach halten konnte, so hatte er nicht verhindern können, dass ein Mann in einem Haus gegenüber, der nebstreibend vom Fenster aus sah, telefonierte. Schako sah die Polizei auf seinen Fersen, bevor sein Wagen eine Meile gerollt war. Er ließ sich verleiten, auf sie zu schießen, und sie schossen zurück und trafen ihn in die Schulter. Er kam ins Gefängnishospital und, als er wieder okay war, vor den Richter. Es war ein schwerer Raubüberfall, den er sich eingebrockt hatte, noch dazu mit bewaffnetem Widerstand. Sie verknackten ihn zu 30 Jahren. Er kam in das Zuchthaus von Glendive. Stern, Stern, Stern. Ein Betrüger wie Natschako war auch Rajo González. Er stammte aus dem Süden der Staaten und war fast ein Mexikaner, wenn er auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besaß. González' Spezialität war Heiratsschwindel, und er kam nach Glendive, weil er der Meinung war, sein südländisches Aussehen würde im Norden einen besseren Eindruck machen als unten, wo alle Männer ein schwarzes Schnurrbärtchen tragen. Anfangs sah es so aus, als sollte er Erfolg haben. Er fand eine ältliche Witwe, deren Mann ihr 5 Tankstellen hinterlassen hatte, und diese Dame schien wirklich von Rajos Schnurrbärtchen und seinen feurigen Augen beeindruckt. Allerdings war sie nicht so beeindruckt, dass González' Pumpversuche den geringsten Erfolg gehabt hätten. Sie lachte ihn einfach aus und sagte, er möge an seine Bank in Mexiko telegrafieren, von der er immer fasele. González wurde nachgerade ungeduldig, als das Geschäft sich nicht weiterentwickelte. Die Witwe ließ sich seine Verehrung gefallen, aber sie war nicht bereit, sie bar zu bezahlen. Als Rajo entdeckte, dass die Witwe jeden Abend die Tankstellen abfuhr und die Einnahmen kassierte, sie aber nur einmal wöchentlich, am Sonnabend, auf die Bank trug, rechnete er sich die Summe aus, die sich am Freitag in der Wohnung befand, und ließ sich für einen Freitag zu einem Cocktail einladen. Er vertilgte bei dieser Gelegenheit eine Flasche Whisky und eine halbe Flasche Gin, worauf er total betrunken zusammenstürzte. Der Zimmerpalme hinter dem Stuhl, auf dem González gesessen hatte, bekam der Abend nicht gut, denn er hatte es verstanden, 70% des Whiskys und fast den ganzen Gin in den Topf zu gießen, in dem sie lebte. Die Witwe verfügte nicht über die Kraft, González vor die Tür zu schleifen. Andererseits wünschte sie aus begreiflichen Gründen nicht, dass die Nachbarn seine Anwesenheit bemerkten. Sie beschloss also, ihn dort liegen zu lassen, wo er schnarchte, und begab sich in ihr Schlafzimmer. Um Mitternacht brach González seinen Rausch ab und machte sich auf die Suche nach der Tankstelleneinnahme. Er brach einen kleinen Wandschrank auf und sah sich einer geschwollenen Aktenmappe gegenüber. Als er sie in den Händen hielt und sich umdrehte, sah er die Dame im Türrahmen mit einem Revolver in der Hand. Sie war noch viel misstrauischer, als er gedacht hatte, und traute nicht einmal dem Rausch eines Mannes mit 1,5 Flaschen hochprozentigem im Leib. Als sie,
den Revolver auf Gonzales gerichtet, zum Telefon ging, verlor er die Überlegung und stürzte sich auf sie. Sie schoss schlecht. Es kam zu einem Handgemenge, und der Mexikaner griff sich irgendeinen Gegenstand und schlug die Frau nieder. Raub in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung, sagten die Richter. 30 Jahre? Die Tore des Zuchthauses von Glendive öffneten sich für Rajo González. ... Ivory Jordan war ein schmalhüftiges Bürschchen mit den Bewegungen eines berufsmäßigen Tango-Tänzers. Er trug die neueste Mode, dicke Kreppschuhe, weite Jacken, grelle Schlipse. Er war so geschmeidig und leise wie eine Katze. Obwohl er sehr gut schoss, bevorzugte er das lautlose Messer. Er schleuderte es aus dem Handgelenk. Auf kurze Entfernungen traf er damit so sicher wie mit der Kugel. Er hatte in New York für den Boss einer Racketbande gearbeitet, und es war ihm jahrelang gut gegangen. Er tat, was sein Boss ihm befahl, und er war sehr gefürchtet. Dann flog die Bande auf, und Ivory Jordan war arbeitslos. Außerdem musste er befürchten, dass sich Zeugen gegen ihn finden würden. Er türmte. Er kam in ziemlich abgerissenem Zustand nach Glendive und sah sich der Notwendigkeit gegenüber, auf eigene Faust ein Ding zu drehen. Der Einfachheit halber verlegte er sich gleich auf den Straßenraub. Seine beiden ersten Überfälle brachten ihm insgesamt 34 Dollar. Beim dritten Versuch platzte ein Kopf dazwischen. Sie schossen gleichzeitig. Der Kopf wurde tödlich getroffen, während Jordan zwei Kugeln abbekam, die ihn schwer verletzten. Zäh wie eine Katze schleppte er sich damit noch ein paar hundert Yard, aber dann klappte er zusammen, und das Streifenkommando konnte ihn von der Straße auflesen. Sie flickten ihn im Gefängnishospital zusammen. Dann sprachen die Richter ihren Spruch, zum Tode verurteilt. Dass Ivory Jordan dennoch eine lange Zeit hinter den Zuchthausmauern von Glendive lebte, verdankte er einer Eigentümlichkeit der amerikanischen Justiz. Die Gerichtsbarkeit untersteht den einzelnen Staaten. Zwischen Glendive und New York begann ein bürokratisches Tauziehen um Jordan. Die New Yorker wollten ihn haben, um ihn wegen Verbrechen im Staate New York abzuurteilen, und die Glendiver wollten ihn nicht herausgeben. Unterdessen war Jordans ehemaliger Boss wegen Mangels an Beweisen gegen Kaution freigelassen worden. Er schickte einen Anwalt nach Glendive, der die Wiederaufnahme beantragte. Ivory wurde vorläufig aus der Todeszelle geführt, bis die Wiederaufnahme stattfände, aber er war sich darüber im Klaren, dass er wenig Aussicht hatte, das Zuchthaus von Glendive jemals wieder lebend zu verlassen. ... Thomas Wett war nichts anderes als ein primitiver Gewaltverbrecher. Er trug auf seinen breiten Schultern einen dicken rothaarigen Schädel und hatte Hände wie Kohlenschaufeln. Es war so etwas wie ein Zufall, dass er bei den zahlreichen Verbrechen, die er beging, nie einen Menschen getötet hatte, denn er war von einer bedenkenlosen Brutalität, die dazu neigte, jeden Widerstand nicht mit List zu überwinden, sondern mit Gewalt zu brechen. Seine letzte Tat war ein Bandeneinbruch in ein Lebensmittellager, bei dem er einen Nachtwächter fast zum Krüppel schlug. Den Richtern riss angesichts seiner Vorstrafenliste die Geduld. Sie verdonnerten ihn zu 25 Jahren. Wett war 41 Jahre, als sie ihn ins Zuchthaus von Glendive brachten, und seine Aussichten, lebend aus Glendive zu kommen, waren somit schlecht. ... Es war ein winziger Fehler, der Slug Calican nach Glendive brachte. Er stammte aus einer guten Familie, und er besaß ein Importunternehmen, gemeinsam mit einem anderen Mann, den er im Laufe der Jahre sicher um das Seinige brachte. Er wurde ein geachteter Mann in Glendive, der in einem schönen großen Wagen durch die Stadt fuhr und den die jungen Mädchen gern geheiratet hätten. Die ehrliche Importiererei von verzollten Waren schien ihm ein Geschäft, das zu langsam und zu spärlich Geld brachte, obwohl er bereits ein Einkommen von 15.000 Dollar jährlich versteuerte, und er versuchte es mit dem Einschmuggeln unverzollter Güter aus Kanada. Das klappte so gut, dass er sich auf eine Ware verlegte, die 500-fachen Gewinn versprach. Er schmuggelte Opium und anderes Rauschgift, und bald hatte er es geschafft,
dass er ein großes Gebiet des nördlichen Teils der Staaten mit Rauschgift versorgte. Er tarnte sich so geschickt, dass nie irgendein Verdacht auf ihn fiel, auch wenn einer seiner Kleinhändler gefasst wurde. Eines Tages erhielt er ein Angebot in Kokain, eine ungewöhnlich große Menge, die nur geschlossen übernommen werden konnte. Kalikan witterte das Geschäft seines Lebens. Er kratzte sein gesamtes Bargeld zusammen und stieg ein. Er kaufte Kokain im Wert von rund $1 Million. Der Transport wurde gefasst, und obwohl Kalikan sich so ausgezeichnet getarnt hatte, dass er nicht in persönliche Gefahr geriet, so stand er doch am Rande des Ruins. Da er kein Geld mehr besaß, um neuen Stoff zu besorgen, drohte ihm der Verlust seiner ganzen Organisation, dieses mühsam aufgezogene Netz von Groß-, Zwischen-, Kleinhändlern und Verteilern. In dieser Situation erinnerte sich Slug Kalikan eines alten und angesehenen Onkels, der kinderlos in Glendive saß und der sein beträchtliches Vermögen testamentarisch seinem einzigen Neffen vermacht hatte. Der Onkel war eben 65 und erfreute sich einer Bärennatur. Solange Kalikan selbst im Gelde schwamm, rührte ihn die Gesundheit seines Onkels wenig. Jetzt lag die Sache anders. Er beschloss, seinen Onkel umzubringen. Mit äußerster Sorgfalt kochte er sich ein Alibi zurecht. Er organisierte mit Freunden eine Jagdpartie, eine richtige Männersache. Die Beute war gut, und am Abend begannen sie in einer Jagdhütte mitten im Wald, die Kalikan gemietet hatte, ein handfestes Gelietsch. Kalikan setzte ihnen Rum vor, in den ein Schlafmittel gemischt war. Sie zechten kräftig, und Slug war der Erste, der unter den Tisch taumelte. Als seine Kumpane schliefen, stand er wieder auf, denn er hatte sich natürlich eine Flasche ausgesucht, die kein Schlafmittel enthielt. Er spülte alle Gläser gründlich, schaffte die Flaschen fast eine halbe Meile in den Wald hinein in ein Versteck, das er vorbereitet hatte, und stellte dann reine Alkoholitäten auf den Tisch und richtete die ganze Angelegenheit so zu, wie sie vorher ausgesehen hatte. Er warf sich in seinen Wagen und brauste nach Glendive. Auf halbem Wege hatte er einen altgekauften Ford stehen. Er wechselte die Fahrzeuge, fuhr in die Stadt und begab sich in das einsame Haus seines Onkels. Er tötete den alten Herrn mit dem Schlag eines schweren Marmorschreibzeuges von dessen Schreibtisch, schleppte ihn aus dem Bett und richtete das Zimmer so her, dass es aussah, als habe ein Kampf stattgefunden. Er drückte dem Toten ein Jagdgewehr in die Hand und erbrach auch eine kleine Kassette und stahl etwas Geld. Dann fuhr er zurück. Er kannte ein sehr tiefes, ausgebaggertes Kiesloch in der Nähe und ließ den Ford hineinrollen. Bei 30 Fuß Wasser über dem Verdeck dürfte er hoffen, dass der Wagen nie gefunden wurde. Mit seinem eigenen Fahrzeug brauste er zur Jagdhütte zurück, fand seine Kumpane in tiefem Schlaf und trank sich jetzt einen echten und rechten Rausch an. Der Tod von Kalikan Onkel war eine große Sensation in Glendive. Die Zeitungen brachten alles in großer Aufmachung, und natürlich vernahm die Polizei den Neffen, aber sein Alibi war hieb- und stichfest, und der Polizeiarzt bestätigte aufgrund einer Blutprobe, dass Slug zum Zeitpunkt der Tat viel zu betrunken gewesen sein musste, um auch nur einen Schritt gehen zu können, viel weniger ein Auto zu steuern. Seine Mitbürger sprachen ihm ihr Bedauern und gleichzeitig die Gratulation aus. Dann, 48 Stunden nach der Tat, erschien bei der Polizei ein Individuum, ein Landstreicher, und seine Aussage ließ Kalikan Traum vom Geld, das ihn wieder flott machen sollte, platzen. Der Landstreicher hatte die Nacht im selben Wald geschlafen, in dem Kalikan und seine Leute gejagt hatten. Er war erwacht, als spät in der Nacht ein Mann durch den Wald ging, und war ihm gefolgt. Der Mann hatte etwas versteckt. Der Landstreicher hatte nach dem Fortgehen des Mannes das Versteck untersucht und Whiskyflaschen gefunden, die leer waren bis auf eine, in der sich noch ein Rest befand. Der Landstreicher hatte den Rest schleunigst verschluckt und war daraufhin sanft entschlummert. Zunächst war ihm diese Tatsache nicht weiter aufgefallen, aber dann dachte er, es könne etwas daran sein, und er ging zur Polizei. Man fand das Flaschenlager, und obwohl nur noch Tropfen in den Flaschen waren, knobelten die Kriminallaboratorien das Schlafmittel aus den Tropfen heraus. Kalikan wurde verhaftet,
als er sich mit dem Notar darüber unterhielt, wann er wohl über die Erbschaft verfügen könnte. Er gestand seine Tat nicht ein, aber nun, da sie ihn fest hatten, kamen sie ihm auf alle seine anderen Schliche. Sie stellten ihn vor Gericht und klagten ihn wegen Schmuggels, Rauschgifthandels und Mordes an. Kalikan gestand nichts, und die Geschworenen sprachen ihn zwar des Schmuggels und des Rauschgifthandels schuldig, aber sie ersuchten das Gericht, das Verfahren wegen Mordes abzutrennen und neu aufzurollen, da ihnen die Indizienbeweise nicht ausreichend zu sein schienen. Kalikan bekam wegen seiner Verbrechen 20 Jahre aufgebrummt. Die Untersuchung wegen des Mordes lief weiter, und er wusste, eines Tages würde ein anderes Gericht ihn auch des Mordes schuldig sprechen, und dieser Spruch würde seinen Hals kosten. Er wusste genau, dass er hier im Zuchthaus von Glendive nur bis auf Widerruf lebte. Stern, Stern, Stern. Das Zuchthaus von Glendive lag außerhalb der Stadt auf einem sanften Hügel. Es war vor rund 50 Jahren erbaut worden und hatte etwa den Charakter einer Burg. Es war nicht nach den modernen Gesichtspunkten errichtet, wie es neuere Strafanstalten sind. Insgesamt beherbergte Glendive 384 Gefangene, die sich die Zellen zu dreien teilten. Zum Gang hatten die Zellen feste Türen. Kalikan kam in eine Zelle, in der sich bereits Thomas Wett befand und in der die dritte Pritsche frei war. Er begann sofort, mit Wett über einen Ausbruch zu sprechen. Wett saß zu diesem Zeitpunkt bereits 2 Jahre, und er hatte die Nase voll, aber er war ein alter Zuchthaushase, und er wusste, wie schwierig ein Ausbruch war. Zu zweien ist es unmöglich, knurrte er. Zu vielen ist es noch schwieriger, sagte Kalikan. Wett hielt eine Menge von Ifauri Jordan, der die linke Nebenzelle mit Rajo Gonzales und Natschako teilte. Er schlug vor, diese drei hinzuzuziehen. Sie verständigten sich in der Freistunde durch Klopfzeichen und durch zugeschmuggelte Zettel. Jordan, Gonzales und Chaco wollten mitmachen. Kalikan ließ sich 3 Monate Zeit, um die Möglichkeiten zu studieren. Dann wurde er eines Tages neu vernommen, und man teilte ihm mit, dass das Verfahren wegen des Mordes an seinem Onkel in Kürze eröffnet würde. Er musste handeln, und er tat es unverzüglich. Um 8 Uhr war im Zuchthaus die Einschlusskontrolle. Als der kontrollierende Beamte vorbeikam und durch den Spion sah, lag Kalikan stöhnend auf seiner Pritsche. Wett bumste gegen die Tür und schrie, ich glaube, er kratzt ab. Er sagt, er hätte irrsinnige Schmerzen im Leib. Der Gefängniswärter ging fort, um einen zweiten Beamten zu holen, wie es Vorschrift war, wenn die Tür einer Zelle geöffnet wurde. Sie kamen zurück und schlossen auf. Der eine Beamte beugte sich über Kalikan, während der andere an der Tür stehen blieb. Kalikan hielt sich den Leib und stöhnte. Ich denke, wir müssen ihn ins Hospital bringen. Es scheint eine Blinddarmentzündung zu sein. Fass an, sagte er zu Wett. Wir wollen ihn aufrichten. Sie taten es, und Kalikan hing stöhnend in ihren Armen. Sie bewegten sich auf die Zellentür zu. In dem Augenblick, in dem sie an dem Beamten, der dort Posten hielt, vorbeikamen, ließ Wett Kalikan los und legte seine Schaufelhände dem Mann um den Hals. Kalikan riss gleichzeitig ein Küchenmesser aus seiner Jacke und rammte es dem zweiten Gefängniswärter in die Brust. Er ließ sofort los und presste seine Hände auf den Mund des Zusammensinkenden. Der andere, den Wett an der Kehle hatte, wurde ohnmächtig. Das Ganze war lautlos vor sich gegangen. Sie zogen dem Größeren von beiden die Uniform aus, und Kalikan schlüpfte hinein. Auf dem Flur war die schwache Nachtbeleuchtung schon eingeschaltet. Kalikan schlenderte auf die Tür zu, die diese Abteilung des Zuchthauses von den anderen trennte, und drückte auf den Summer. Der Beamte, der die Tür bewachte, sah die Uniform eines Kollegen und öffnete. Er sah sich einer gezogenen Pistole gegenüber und hob die Hände. Er bekam den Pistolenknauf über den Kopf und fiel zusammen. Der ehemalige Rauschgiftschmuggler lief zurück und schloss die Zelle der 3 anderen auf. Sie zogen auch den beiden anderen Beamten die Uniform aus, wobei Jordan ohne Zögern den blutgetränkten Rock des Erstochenen anzog. Sie liefen zur Mitteltür und brüllten von dort aus, wir brechen aus.
Wir brechen aus. Wiedersehen, Jungs. In jedem Zuchthäusler sitzt eine Art Hysterie, und sie pflanzt sich von Zelle zu Zelle fort wie ein Massenwahnsinn, wenn sie erst einmal ausgebrochen ist. In allen Zellen tobten die Männer. Sie brüllten. Sie wollten mitgenommen werden. Sie juchten, und sie schrien nach den Wärtern, damit die ausgebrochenen Kumpane über den Haufen geknallt würden. Im Handumdrehen hatte sich das Zuchthaus von Glendive in einen Hexenkessel verwandelt. Schauerlich begann die Alarms-Irene zu heulen. Von allen Ecken liefen die Gefängniswärter herbei. Der Alarm passte genau in Kalikan Plan. Sie waren längst im unteren Flur, als Alarm gegeben wurde. Sie erreichten das Haupttor und schickten sich an, den Hof zu überqueren. Hier stießen sie zum ersten Mal auf herbeilaufende Beamte. Die Ausbrecher hatten auch das einkalkuliert. Die drei von ihnen, die Uniform trugen, begannen einen verzweifelten Ringkampf mit Wett und Gonzales, die noch in der Anstaltskleidung steckten. Wärter, die herbeistürzten, um ihnen zu helfen, schickte Kalikan mit dem Satz weiter, in Abteilung 5 ist der Teufel los. Schert euch dorthin. Wir werden schon fertig mit diesen hier. Und er schlug dabei Wett höchst realistisch die Faust ins Gesicht. Schließlich wurden Wett und Gonzales überwältigt. Jordan und Chaco in den Uniformen hielten sie in Schach, während Kalikan auf den Beamten zuging, der das Tor überwachte und der auch bei Alarm nicht seinen Posten verlassen durfte. Er stand in einem kleinen Haus, dessen Gittertür abgeschlossen war. Los, mach auf, sagte Kalikan. Die Schweine haben die Telefonleitung durchschnitten. Ich muss nach Glendive, um Hilfe zu holen. Wir schaffen es nicht allein. Die elektrische Anlage zur Öffnung des Tores konnte nur vom Innern des Hauses bedient werden. Der Beamte witterte zwar keine Falle, aber er hielt sich an die Dienstvorschrift. Nur der Chef persönlich kann das Öffnen des Tores befehlen, wenn ein Aufruhr ausbricht, sagte er, und ich will verdammt sein, wenn das kein Aufruhr ist. Du hörst es ja. Immer noch gellte das Heulen und Brüllen der entfesselten Zuchthäusler. Kalikan schoss den Beamten durch das Gittertor hindurch in die Schulter. Der Mann stürzte und schrie, aber er wurde nicht ohnmächtig. Mach auf, sagte Kalikan wild, oder ich erschieße dich. Der Gefängniswärter versuchte, seine Waffe zu ziehen, aber Kalikan schoss ihm noch einmal in die Schulter. Er hätte ihm die Kugel in den Kopf gejagt, aber nur ein lebendiger Mann im Haus konnte die Öffnungsanlage in Betrieb setzen. Der Gefängniswärter stand unter Anstrengung auf und wankte zur Tastatur. Ich knall dich ab, brüllte der ehemalige Rauschgiftschmuggler. Öffne, verdammt! Zögernd drückte der Mann auf den Knopf. Die hohen Eisentore des Zuchthauses von Glendive begannen auseinanderzufallen. Wett, Jordan, Gonzales, Chaco rannten über den Hof und quetschten sich ins Freie, kaum dass der Spalt weit genug war, dass ein Mann hindurchschlüpfen konnte. Kalikan ging als letzter. Sie rannten querfeldein den Hügel hinunter zur Straße, die nach Glendive führte. Zwei verbargen sich im Gebüsch, während Kalikan und Chaco sich auf die Straße stellten. Sie nahmen Jordan, dessen Uniform voller Blut war, wie einen Schwerverletzten in die Mitte und winkten. Der Fahrer des ersten Wagens sah im Scheinwerferlicht die drei uniformierten Gestalten und trat auf die Bremse. Er kurbelte die Scheibe herunter, Kalikan trat an den Wagen und salutierte. Was ist denn los? Fragte der Mann am Steuer. Die Zuchthäusler möttern, antwortete Kalikan. Sie haben einen meiner Kameraden angeschossen. Er muss schnellstens zum Arzt. Würden Sie uns helfen, Sir? Oh, sagte der Mann, öffnete den Schlag und stieg aus. Als der Mann auf der Straße stand, schoss Kalikan. Sie zogen den Toten in den Straßengraben, nahmen die knapp 150 Dollar an sich, die er bei sich trug, enterten den Wagen und verschwanden mit heulendem Motor in der Nacht. Von dem Augenblick an, da Kalikan und Wett die beiden Wärter in ihrer Zelle überfallen hatten, waren genau 13 Minuten vergangen. Stern, Stern, Stern. An alle FBI- und Polizeistationen. Um 8:06 Uhr brachen aus dem Zuchthaus von Glendive fünf Schwerverbrecher aus.
Sie töteten einen Beamten des Gefängnispersonals und verletzten drei weitere schwer. Außerdem töteten sie auf der Straße einen Mann, dessen Wagen sie raubten. Die Ausbrecher sind Nachako, 30 Jahre wegen Raubüberfalles, Rajo González, 30 Jahre wegen Raubüberfalles und Körperverletzung, Ifauri Jordan, zum Tode verurteilt wegen Mordes, Thomas Wettl, 25 Jahre wegen schweren Einbruches, Slag Kalikan, 20 Jahre wegen Rauschgiftschmuggels und verdächtig eines Mordes. Achtung, wir geben die Personenbeschreibung. Nachako, 31 Jahre, mittelgroß. Die Personenbeschreibungen waren außerordentlich genau. Sie nahmen die meisten Seiten des Fernschreibens ein. Dann folgten die Schlusssätze. Drei der Ausbrecher tragen die Uniformen von Gefängniswärtern, zwei noch die Anstaltskleidung. Vorsicht, die Männer sind bewaffnet und machen von der Waffe rücksichtslosen Gebrauch. Sie besitzen zurzeit einen schwarzen Ford. Es muss damit gerechnet werden, dass die Gesuchten weitere Verbrechen begehen, um sich in den Besitz von Geld und Kleidung zu setzen. Mit ihrem Auftauchen in jeder Gegend der Staaten muss gerechnet werden. Wir bitten um Unterstützung. Ich fand dieses Fernschreiben auf meinem Schreibtisch, als ich am Morgen ins Büro kam. Solche Mitteilungen wurden während der Nacht vervielfältigt, damit jeder Beamte sich informieren konnte. Ich hatte es eben durchgelesen, als das Telefon schrillte. Emma Hai, mein Chef, war am Apparat und bat mich, zu ihm zu kommen. Ich fand Phil schon in seinem Büro. Guten Morgen, Jerry, sagte Emma Hai, haben Sie das Fernschreiben aus Glendive schon gelesen? War eben damit fertig, als Sie anriefen. Scheinen wilde Burschen zu sein, die sich dort den Weg aus dem Zuchthaus freigeschossen haben. Ich habe vor 2 Minuten ein Gespräch mit Randolph Bast beendet. Er ist der Leiter der FBI-Außenstelle in Glendive. Sie scheinen dort oben ziemlich aus dem Häuschen zu sein. Vor allen Dingen fürchten sie, dass die Burschen nach Kanada türmen. Einer von ihnen hat früher Schmuggelgeschäfte über die kanadische Grenze gemacht und kennt sie wahrscheinlich genau. Bast hat alles, was an Carps und G-Men verfügbar war, zur Sicherung der Grenze eingesetzt. Er ist knapp mit Leuten und hat niemanden, der die eigentliche Verfolgung aufnehmen kann. Er fragte mich, ob ich nicht ein paar Leute für ihn abzweigen kann, am liebsten 10 oder mehr, aber ich kann ihm nur 2 Mann schicken. Ich dachte an Phil und sie, Jerry. Ich sah meinen Freund an. Auch er lächelte säuerlich. Ich weiß, sagte Emma Hai, es ist eine reine Fahndungsaktion und sicherlich nicht nach ihrem Geschmack, aber ich möchte Bast gern helfen. Okay, Chef, antwortete ich, wenn Phil nichts dagegen hat, können wir mit dem nächsten Flugzeug abdampfen. Ich denke, es kann nicht lange dauern. Ausbrecher, hinter denen die gesamte Polizei der Staaten her ist und deren Fingerabdrücke, Gesichter und Kleidung bekannt sind, können sich nicht lange halten. Ich bin ein hoffnungsloser Abtamist. Wir erwischten ein Mittagsflugzeug, hatten etwas Aufenthalt beim Umsteigen, flogen die Nacht durch und trafen am Mittag des anderen Tages in Glendive ein. Wir fuhren zum Büro des FBI, aber Bast war im Zuchthaus. Wir nahmen ein Taxi und ließen uns hinfahren. Wir fanden den örtlichen FBI-Leiter im Gespräch mit dem Zuchthausdirektor. Bast sah schlecht aus. Sicherlich hatte er in letzter Zeit nicht sehr viel geschlafen. Er freute sich, als er uns sah. Ich kann jede Hand brauchen, Cotton, sagte er nach der ersten Begrüßung. Ich bin sicher, Kalikan versucht alles, um nach Kanada zu gelangen. Die Lebensgeschichte der 5 Ausbrecher hatte ich mir während des Fluges zu Gemüte geführt, und ich wusste, welche Beziehungen Kalikan zu Kanada einstmals unterhalten hatte. Ich habe die Grenze sichern lassen, dass es einer Katze schwerfallen würde, sie zu überschreiten, fuhr Bast fort, aber ich fürchte, sie haben sich gleich in der Ausbruchsnacht auf die Socken gemacht und sind schon drüben. Würden Sie nach Kanada gehen, Randolph? Fragte ich nachdenklich. An Kalikan Stelle sicherlich. Bestimmt hat er drüben alte Freunde, die ihm helfen.